Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ich habe ein kleines Craft-Update für euch. Entschuldigung. Ich habe in einem Video gesehen bei einer YouTuberin. Ich weiß nicht bei wem, aber ich suche es raus, ich verlinke es euch unten dann. Die hat so zwei schöne Geschenkschachteln auf so einem Tablett gebastelt. Und da habe ich mich gleich dran gesetzt und mir eine Plotter-Datei dazu erstellt. Allerdings passt es noch nicht ganz. Wenn ihr das hier seht, hier wälzt sich das ganz schön ein. Die Schachtel ist noch ein bisschen groß. Dann finde ich hier oben die Deckel ein bisschen klein. Die könnten ruhig doppelt so groß sein. Also da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Aber ansonsten finde ich die Idee schon ganz toll. Ihr habt einmal dieses Tablett. Kann man nachher auch als Bilderrahmen nehmen. Und ihr habt hier diese Boxen, wo einiges reingeht. Ihr seht, das ist ein bisschen eingedellt. Und hier oben ist noch der Clou, zeige ich euch von vorne. Hier oben ist noch so ein, na, wie so ein Einlass drin, wo man noch was reinmachen kann. Und da habe ich jetzt hier die Karte, habe ich einfach das Restpapier so zusammengeklebt. Weißes, also cremefarbenes Papier reingemacht, da kann man noch was draufschreiben. Und das kann man dann hier oben so schön reinpacken, so reinlegen. Und in der anderen Box habe ich hier so eine Blume draufgeklebt, die ja noch übrig waren. Und da geht ordentlich was rein. Aber ihr seht hier oben, der Deckel könnte ruhig doppelt so groß sein, also runtergehen. Da muss ich nochmal in meiner Datei feilen. Und es ist ein bisschen press, wenn ich das hier so reinstelle, dann wälzt sich das hier so nach innen. Aber okay. Für den ersten Versuch wieder so eine Datei zu erstellen, finde ich das schon, ist es schon ganz gut geworden. Bei einem Deckel habe ich vergessen, zwei Sachen, die man noch abschneiden muss, einzuzeichnen. Ach, wieder ein Flugzeug. Da muss ich auch noch mal nacharbeiten. Aber das habe ich gemacht. Dann habe ich gemacht für meinen Geburtstag, für meine Geburtstagsgäste. So viel sind wir gar nicht. Die Hälfte davon ist nämlich jetzt im Urlaub oder am Wochenende weg. Habe ich hier so kleine Danke-Goodies gebastelt. Da ist einmal so ein Engelsflügel drin. An einer Sicherheitsnadel mit einer Perle. Und ein Merci. Petit, diese kleinen von Merci Dinger. Oben ist so ein Schmetterling hier. Und das ist hier doch ganz schön groß, diese Ausschnitte für die Rosen. Die letzten habe ich dann ein bisschen kleiner gemacht. Die Männer kriegen die in Blau. Ja, da habe ich eine ganze Menge von gemacht. Und ja, die übrig bleiben, kriegt immer mal die Postbotin oder irgendein Lieferant oder die Kassiererin an der Kasse beim Einkaufen. Sowas braucht man ja immer. So, wo stellen wir die jetzt hin? So, dann habe ich mein Falzbein habe ich mal beplottet mit meinem Namen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ich habe das immer in den Videos, sehe ich das immer, dass alle Leute sowas haben. Und wo habe ich das dann noch drauf gemacht? Ich glaube, auf meine Stempelhilfe. Ja, auf meine Stempelhilfe habe ich das auch drauf gemacht. Cool, oder? Ach, so ein Plotter ist irgendwie schon. Ich habe ja schon immer mal gedacht, ach, so ein Plotter wäre schön, aber wofür braucht man den? Okay, jetzt habe ich die Box damit gemacht, meine Sachen beplottet. Ich habe diese Schachteln ausgeplottet. Also, es gibt schon ein paar Sachen, die man damit machen kann. Und ich habe noch ein paar Karten gebastelt. Wieder Männerkarten. Ihr wisst ja, ich brauche für die Arbeitskollegen von meinem Mann immer viele Männerkarten. Einmal diese hier. Da habe ich so eine Stanze dafür und die habe ich nie benutzt. Und da habe ich mir gedacht, probiere ich das mal für so eine Männerkarte. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Und hier mal ein bisschen bunter. Das hier hinten ist Kalenderblatt.
habe ich mal. Und dann habe ich das hier mal mit dem Dymo benutzt, also den kleinen Dymo, den ich bei Action gekauft habe, den habe ich gleich wieder weggeschmissen. Das hier ist der, ich habe hier den Junior. Aber ihr seht, auch hier passiert mal, dass es irgendwie nicht gerade ist. Seht ihr das? Das A ist irgendwie viel tiefer. Na gut, passiert mal, aber okay. Hat auch seinen Charme. So, dann habe ich noch gemacht diese Karten. Ich habe so eine Hochzeitsstanze, da ist so ein Hochzeitskleid und so ein Smoking. Und da habe ich mir gedacht, na, warum nicht? Kann man ja auch mal für eine Geburtstagskarte nehmen. Finde ich irgendwie auch ganz niedlich. Und hier habe ich es noch mal ein bisschen edler in Brauntönen für Männerkarten. Hier habe ich noch eine drin. Hier habe ich auch. Und hier habe ich das mal. Ich nehme die doch mal raus. So. Habe ich einfach hier hinten, kann man das sehen? Ich kann gar nicht sehen in der Kamera, ob ihr das sehen könnt. Einfach so ein Abstandsbett drunter gemacht und habe die Schrift einfach mal da so quer drüber gepackt. So. Dann habe ich noch mal eine Plotter-Datei ausprobiert. Und zwar hier mit so einem Dings. Alles Liebe. Happy Birthday, Gorgeous. Dann hier so eine Lichterkette. Und hier sind noch so ein paar Kerzen. Dann kann man das hier aufmachen. Hier ist so ein Card, also der Einleger drin. Ja. Auch die Plotter-Datei hat gekostet. Ich glaube, die war im Angebot. Die war herabgesetzt. Da gab es so eine Aktion. Hat, glaube ich, 1,29 gekostet oder so. Ja, die Blümchen habe ich selber gemacht. Die habe ich nicht gekauft bei My Action. Und ist ganz gut geworden. Ja, mit der Dekoration muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß nicht, habe ich euch die hier schon gezeigt? Der Hintergrund ist mit den Glitzerfarben vom Action gemacht und dann hier aus diesem Ausstandsblock. Aber es ist ein bisschen gewellt, dadurch, dass das ja hier mit Wasser gemacht ist. Aber okay, ich hatte den Hintergrund gefunden und wollte damit auch noch mal was machen. Und hier habe ich auch noch eine Männerkarte, auch aus diesen Actionblöcken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war es schon. Naja, gut, ist ja auch eine ganze Menge geworden. Alleine an diesen Danke-Dingern habe ich ewig gesessen, weil man kann das nicht richtig falzen. Also mit dem, ich habe den Cameo 4 und die Falzlinien kann man nur einschneiden. Also nicht eine durchgezogene Linie abschneiden, sondern so eine Stitch schneiden lassen. Dann nehme ich dann immer ganz wenig Anpressdruck, dass es nur so eingeritzt ist und dann kann man das ganz gut knicken. Aber wenn das hier so nah dran ist, dann musste ich doch nochmal mit dem Lineal nachgehen und das falzen und einen Falzstift. Aber naja, gut. So, jetzt werde ich demnächst nochmal hier die Datei für mein Dings hier noch ein bisschen nachbessern, dass das auch noch schön wird. Dann zeige ich euch da auch noch mal das Ergebnis, wie es dann fertig ist und ich zufrieden mit bin mit der Datei. Es ist gar nicht so einfach, so eine Datei zu erstellen. Da sitze ich immer ewig dran. Ich weiß ja nicht, ihr, wenn ihr auch einen Plotter habt, habt ihr auch schon mal selber Dateien erstellt. Ich stelle mich da mal wahrscheinlich einfach nur glatt an. Also dann hier wieder was wegmachen und da wieder was hin und dann müssen die Linien einzeln sein. Also man kann kein Quadrat machen zum Beispiel und davon die obere oder die Seite falzen lassen, weil das ist eingeschlossener Kreislauf. Den kann man zum Beispiel nur in Rot färben und schneiden lassen. Also muss man ein U machen und die extra Linie oben drüber, die gestrichelt werden soll. Ja, ist nicht so einfach. Okidoki, das war's von mir. War ich ja doch ein bisschen fleißig, wenn man das dann alles so hier sieht. Meine Männerhandtasche ist noch nicht weiter.
War mir zu warm draußen. Okidoki. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Den Link zu der Tablet-Boxen-Dings hier packe ich euch unten in die Infobox. Falls ich es vergesse, schreibt mich nochmal an, dann... Ihr wisst ja, wie das ist. Ich drehe das Video, ein paar Tage später wird es dann geschnitten und hochgeladen. Bis dann habe ich es vielleicht wieder vergessen. Okidoki. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi. Tschüssi.